Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich hab nach Katario Verstärkung gebeten. Nein, warum? Ich brauche keine Hilfe. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Ghost Raccoon Wildlands. Ich weiß wirklich nicht, warum sie... Ein Generator. Klemmen wir ihn den Strom an? Ich sehe noch einen Tango. Warum sie bei denen... also Hilfe bittet hier. Ich versuch's so viel wie möglich hier draußen. Weit markiert. Da ist eine montierte Waffe. Hier draußen zu machen. Nicht im Nahkampf. Oh. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Sondern wirklich Sniper-Action. Weil dann kommen die, glaube ich, noch nicht her. Da ist er. Ich wollte ihn anschauen. Oh. Okay, oh, nichts passiert. Ja. Das war ein Volltreffer. Schön. So, da unten ist einer, den treffe ich nicht. Da ist einer, den werde ich treffen. Da ist eine montierte Waffe. Mhm. Auf der Entfernung, wenn die laufen, wenn die gehen, ist das ein bisschen schwerer. Geh in Position. Gute Position. Alles klar, geh in Position. Ich habe das Ziel erfasst. Gib Zeichen. Einer weniger. Wir können weiter. Da sind Gegner. Jetzt kriegen sie ihr Pulver nicht mehr so hübsch weiß. Mit Pyrolusit kann man aber auch Wasser filtern. Dafür gibt's auch andere Methoden, oder? Scheiß drauf. Ich trinke eh nur Flaschenwasser. Gut. Und uns haben die Rebellen nicht gestört. Das war schon mal sehr schön. Jetzt als nächstes Generator des Labors oder... das schalten noch Sie mal. Die beiden Labore für die Pyrolusitreinigung aus. Das wird die Koksproduktion des Kartells um Monate zurückwerfen. Um Monate gleich? Das ist ja herrlich. Ganz allerliebst. Let's go. Um Monate. So. Aber wieso, wenn wir Generator... Ja, okay, doch, klar. Natürlich um Monate. Wir müssen ja erstmal die neu bauen oder bestellen. Das macht sogar Sinn. Ah. So. Die Frage ist jetzt, ob wir... Also wir müssen ja an den Typen ran. Und Bowman hat ja schon gemeint, dass der eigentlich echt nett ist. Es sei denn, man zeigt irgendwas gegen sein Gesicht. Dann erschießt er. Also reagiert ein bisschen über. Die Frage ist, ob wir den retten oder töten. Das ist immer so die Frage bei uns, ne? Entweder retten oder töten. Hm. Irgendwie was anderes gibt's bei uns nicht.
So, dann wollen wir mal. Die Drohne fliegt. Die Drohne fliegt. Einmal Alarm. Da ist, ich sehe ein zweites Ziel. Aber ein drittes Ziel. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da ist auch einer drin. Hallo. Wagen mit montierter Waffe. Und hier hinten einer. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Der Alarm ist aus. Es wird keine Verstärkung einfliegen. Ja, schön. Gut, Moment. Ich trinke mal kurz was. So, dann wollen wir mal reingehen. Wir machen es mal auf die alte Art und Weise. Die Frage ist, wie wir hier reinkommen. Ah, vielleicht hier. Hey, eine kleine Gruppe Kartellleute. Oben auf dem Steg. Oh mein Gott, eine kleine Gruppe. Das ist eine Person. Na, nee, egal. Alles gut, alles gut. Ja. Ja. Okay. Das war Nummer 1. Nummer 2 kommt sofort. Achtung, der Hombre hat den Tango fallen hören. Hallo. Ich hack mal und schaue nach Flugzeugen. Das Kartell will ein paar abgelegene Basen mit Nachschub versorgen. Sie betanken gerade ein Transportflugzeug. Wir könnten den Rebellen Gefallen tun, das Flugzeug mit den Vorräten stehlen und zu ihnen fliegen. Ganz einfach. Sieht nach einem Labor aus. Okay, aufatmen. Ich atme gleich auf. Moment. Moment. Das war knapp. Ja, ja, ja. Wie soll ich an den ran? Unidad Heli, unten bleiben. Gut, alles klar bei uns. Da. Gut. Alles gut. So. Guten Tag. Ich mach nur kurz euer Labor kaputt. Granate kommt. Come mierda, culeros. Labor zerstört. Hurra, auf zum nächsten. So. Tut mir leid, aber
jumpen. Ich dachte, da könnte man jetzt rüber jumpen, aber. Scheint wohl nicht so. Gut, Helikopter. Und auf zum nächsten Streif. Ah, Feuer. Gut. Erreichen Sie die Basis Villa Verde. Ah, das schalten Sie die beiden Labore für die Pyrolusitreinigung aus. Viele Lichter und Schalter, das wird die Koksproduktion des Kartells um Monate zurückwerfen. Das. Upsi. Upsi. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Helikopter. Aber er fliegt doch. Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Und das macht 3. Hier bitte einmal markieren. Tango, Zivilist in der Nähe. Hier einmal markieren. Tango auf dem Dach. Tango auf dem Dach. Hier einmal. Mit Mörser ein bisschen übersehen. Ist ein Tango inmitten von Zivilisten. So viel zum Alarm. Es wird keine Verstärkung kommen. Ganz genau. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. So, gut. Dann versuchen wir es einfach mit der gleichen Taktik wie gerade eben. Hat sich ja irgendwie bewährt. Kann ich rüber? Richtig, kann ja. Alles okay, alles okay. Ich kann gleich vorne rein. Dein Labor. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Vielleicht kann ich hier ja die Aggression gegen meinen Chemielehrer loswerden. Kann ich den nicht kommen? Der darf keinen Alarm schlagen. Sie sehen dich gleich, verzieh dich. Ah, okay, hier sind ja gar keine Leichen mehr. Wieso? A ver, cabrones, él es de mi cuadra cerca.
Warum? Oh. Sauber. Seid ihr okay? Ja, also ja. Geht. Granate fliegt. Geschafft. Das war's dann mit der Pyrolusit-Raffinerie in dieser Gegend. Wird ein hübscher Knick in Elvays Karriere. Und er ist für die Versorgungskette des Kartells. Hört sich nach Cerveza-Zeit an. Nice. Willst du den Ort nach Informationen absuchen? Ja, nee, eigentlich nicht. Nein. Nein. Wir müssen einen Keil zwischen Elway und Leutnant Bento von der Unidad treiben. Schauen Sie, was Sie tun können. Weil das Coole ist, ich habe keine Granaten mehr. Gut. Dann starte ich mal neu, ne? Schade. Schade, aber naja, okay, passiert. So, hier unten bitte. Wir müssen einen Keil zwischen Elway und Leutnant Bento von der Unidad treiben. Schauen Sie, was Sie tun können. Ach, das ist doch easy. Was ist Müller werde? Dann würde ich mal sagen, werden wir das in die Luft jagen. Oder ist das die... Hä? Anschwärzen... Wir sollen Elway anschwärzen, okay. Montierte Waffe. Aber nur ein Typ drin, ne? Ja. Gut. Zwei ist immer ein bisschen anstrengend. Noch ein Tango. Da ist eine montierte Waffe. Noch ein dritter. Hä? Wo sind alle? Ich sehe halt keinen. Ah. Guten Tag. Sehr eingeschätzt, Tom. Nee. Das ist halt alles total rot. Markiere einen Hauptmann. Feind gesichtet. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Also. Versuchen wir mal. Das ein bisschen aufzuräumen hier. Ich versuch's nochmal.
Ein bisschen mehr Info will ich dann doch haben. Ziel gesichtet. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Sind die alle in den Häusern oder was? Wagen mit montierter Waffe. Ich sehe 10. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay, wie du den gesehen hast, weiß ich jetzt auch. Krass. Na schön. Ich glaube, da gehen wir am besten einfach so rein. Also. Hey, hier ist eine Gruppe Sicarios. Das muss das Operationszentrum des Kartells in Villa Verde sein. Der örtliche Buchon muss hier ein Quartier haben. Sehen wir uns um. Knapp daneben. Er will wissen, wo das herkam. Verstanden. Unterwegs. Lass mich in Position gehen. Roger, Ziel markiert. Ich nehme die Penner unter Feuer. Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Wie kannte ich den vermissen? Wie kannte ich den nicht treffen? Ja, aber echt. Granate, volle Deckung. Seid ihr wahnsinnig? Sofort weg da! Eieiei. Ihr seid doch Wahnsinn. Da ist ja einer. Oh, wie er da gehockt hat. So. Da ist noch einer da oben. Ich sehe ein Hauptgebäude des Kartells. Sehen wir es uns an. Eine Santa Blanca-Auszeichnung. Die Sicarios werden sie vermissen. Vale, culero.
Granate, Vorsicht! Sie sind völlig verwirrt. Das sieht gut für uns aus. Granate, Granate! Mist, aufgeflogen. Ja, schon seit 3 Stunden oder so. Wir können ein Care-Paket finden, wenn wir am richtigen Ort nachsehen. Also los. Ja, wir können es aber auch lassen und hier die Kokain-Sachen wegnehmen. So, gut. Der Feind bekommt Verstärkung. Scheiße, die wollen hier lang. Granate fliegt. Nehmt das. Okay, gut. Jetzt kann ich wieder atmen. Sorry. Gut. Lief doch alles wie geplant. Was ist denn das für ein Arsenal? Das ist selbstgemachte Schrotmunition. Mexikanische Pesos und Vogelschrot. Das ist sein Markenzeichen. Wenn El Wey jemanden umlegt, sollen alle wissen, dass er es war. Sagen wir Bowman Bescheid. Ja. Er labert hier eigentlich. Hey Bowman, wir können El Wey eine Falle stellen. Wie wär's, wenn wir den Unidad-Hauptmann töten und El Weys selbst gebastelte Patronen am Tatort hinterlassen? Guter Plan? Wie gemein. Legen Sie los. Wie gemein. Ah ja, warum nicht? So. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Ja, das ist das Sniper. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, eigentlich nicht. Du hast schon den besten Sniper. Gut. Wobei, wir schauen einfach mal nach. Ja, definitiv. Gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir werden... Alter, das ist ja... fast durch die ganze... Und das ist durch die ganze Map. Gut, das werden wir dann das nächste Mal machen. Ja, habt noch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.